Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Ellebach im Multiplayer mit dem Osho-TV. Moin. Türchen meines 19. Entschuldige, Leute. So, es sollte alles reif sein, sagst du? Ja. In Jüngen? Ja, es ist alles reif. So, Sascha. Von irgendwas an, Abfahrt. Komm hin. Er braucht ja noch Rundumleuchte. Klar, Rundumleuchte muss sein. Man kommt ja auch nicht gebüßt oder so. Rundumleuchte muss nicht sein. Klar. 4 Stück am besten. Auf dem Schlepper, Abfahrt. Geht 10, weißt du? Jetzt habe ich den Motor mitten in der Fahrt gelöscht. Ein zweites Mal. Auch perfekt. Abgewürgt, Leute. Einfach verändert, Jungs. Ja, du hörst schon. Weiß ich, Leute. Ich glaube, würde sogar den Drescher hier ranlassen. Das hat sich jetzt komischer gehört. Nein, lass das. Wir haben nie über das gesprochen, oder? Junge. Oh, Drescher vorbei. Aber RPS! Sauknochen, Alter. Alles klar. Natürlich habe ich den Schneidwerkswagen nicht die Kabel eingesteckt gehabt, aber ich habe halt nichts gemerkt am Drescher. Hab ich auch nicht. Ja, Kabel, das bremst auch nicht, gell? Saugkabel. Doch, das bremst in LS. Alles ja, klar. LS. Nein, bei den Schneidwerkswagen sagen nicht mal irgendeine Bremse, also was sollst du da gespürt haben, gell? Junge, ein Wendekreis wie eine Boeing 4C7. Ja, ja, okay. Fehler ist da. Ich darf bestimmt kurz über dein Feld fahren, ja, sehr gut. Das du nicht! Das ist alles reif hier. Das ist doch gemacht. Leute, ist doch verschnuddelt. Nee, aber diesmal möchte ich ja etwas anderes machen. Diesmal möchte ich Stroh. Junge. So. Über welches Feld bist du bitte gefahren, Junge? Meins. Ja, ich sehe es über welches. Ja, das ist mein Feld hier, Junge, stehe. Wisst ihr was, Leute? Ja. Ich steig natürlich am fahrenden Drescher aus. Ja, fällt eh nicht so schnell. So. Was? Jetzt hat man abschon Radlader. Das ist meiner raus da! Ah, Feld V 309 könnte mir auch noch. Geil. Da steht mein Kipper an. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Los. Mach ich mal kurz schon alles bereit mit dem Kipper reinstellen und so. Jungs, ich bin richtig gehypt, Leute. Die vorletzte Folge und dann haben wir alles aufgeholt. Ab morgen müssen wir es wirklich einhalten, jeden Tag. Halt wir eh rein. Ja, Schwarze, da muss auch jeden Tag auf die Tür kommen, ne? Oh, ich war tatsächlich auf die Tür. Wir wollen doch, glaube ich, nicht darüber. Ja, es wird gerade rum. Heute ist es zu warm. Ich halte das lang. Ja,
Ja, mal darüber reden. Ciao. Immer am besten Leute, die Schneidwerkswagen haben. Auf jeden Fall hänge ich den Schneidwerkswagen an. Natürlich die Ballenpresse, Leute. Press mal schon die Presse. Oh, Kippa, hast du auch schon aufstehen. Ja. Ganz schön, Leute. Kann ich eigentlich bei dir hier Stroh aufsammeln? Geht das? Ah! Junge! Leute, ich hab noch so viel Stroh. Nee, komm! Ich hab wieder ein kompletter Fehler gemacht, Leute. Ja, ja. Ich auch. Verzieh dich! Also dieses Jahr noch kein Stroh. Komm. Bringt nichts. Was gibst du mir für den Stroh auf meinem Feld? Ich brauche ein Stroh. Kannst es aber verkaufen. Ja, brauchst du doch. Mach ich nicht, ich hab genug Geld. Boah! Boah, ich hab genug Geld. Ja, 1500. Und damit aus. Was? Und? Ich komme damit aus. 19k. Ich muss mir die neueste, die nächste Rolex bestellen. Rolex, Alter. Ich werde mir gleich eine Daytona. Das GNT habe ich schon zu Hause zwei Stück. Aussieht so Fremdwörter. Hm. Ja, was will ich denn mit einer schwulen Uhr, Alter, wo nur aus Blutti auserlesen kann? Weißt du, wie ist das, Alter? Oh, was geht's aus? Ich kann die Uhr ablesen auf der Uhr! Oh, mega, Alter. Geil. So, das kann keine Uhr. Nee. Die ganzen 12-Jährigen unter euch und die Mädels, bitte Ohren zu. Weißt du eigentlich, was macht eine Rolex aus bei den Frauen? Ja, was das Motorrad ausmacht. So, ich weiß hier nicht, ob wir gut drüber gehen. Komm, hau mal Luft hier an. Statt einer Rolex habe ich jetzt sonst Galaxy Watch. Alter, das ist schon was geiler. Nur besser. Ja. Auf jeden Fall. Alle Mädchen 12. Flip. Da springen nur die 12-Jährigen drauf an, gell, auf die Rolex. Genau, trotzdem, du ziehst der Rolex an, da kommt die 12-Jähriges Mädchen schon daher gelaufen, gell? Ah, ist klar, okay. Nee, du hast es nicht verstanden. Du hast es null verstanden. Weg, danke, er hat mich wieder nicht verstanden. Nee, ein Schwarzer muss man was zuhören. Ja, wunderbar, dann spreche ich. Wenn du mich nicht verstanden hast. Ich hab ja gesagt, 12-jährige Jungs unter und euch Mädchen. Und Mädels. Ja, guck. Halte die Ohren, Stu. Stu, ah, Stu, okay. Ja, hab ich nicht gesagt, dass die 12-jährigen Mädels die Ohren zusalten sollen. Das hast du auch gesagt. Alle Jungs an mir. Aber ich schau im okay. Schnitt. Nochmal genau, was hast du gesagt? Ich hab gesagt, alle 12-Jährigen und Mädels. Komm. Ja, alle 12-Jährigen und merkst du was? Komm, all die Luft an. Merkst du was? Nö. Ich war gerade am Trinken. Ah ja, ja, ja. So Leute, jetzt kommen dreimal Sojabohnen drauf. Ich möchte einfach
ich fahr auf meinem kleinen Feld Hafer drauf, weil dann kannst du das Strom mal runterholen. Das ist halt praktisch. Es wird, ich hab ja alles auf grün gemacht. Bei mir ganz am Anfang, bevor wir vorgespult haben. Und es ist immer noch ganz auf grün. Das komplett immer noch. Das ist so, wenn man einmal hier die Stats im Griff hat, dann ist praktisch. Was ist denn immer noch auf grün, Alter? Ja, aber in grün, bei mir ist da alles noch auf grün. Und eineinhalb Tage fast vorgespult haben. Ja, bei mir ist Wasser auf rot und. Ja, Wasser ist auf orange. Und Das ist von mir grün. Und Heu ist auf rot und Stroh ist auf rot. Du kümmerst dich um die Tiere, das hat man schon ein Stück. Aber sonst, der Rest ist alles auf grün. Bei mir ist alles gut, außer Sauerkeit, das ist 0%. Mach ich jetzt gerade hier. Scheiße, du hast wieder zwei Helfer an, das ist immer noch nicht erlaubt, du Flachpfeife. Merkst du was überhaupt? Oh, dann, Mann! Junge, ja, ich meine. Oh. Auch nichts mehr, oder? Ihr geht 18.000 Euro Strafe zahlen, ja. Du merkst einfach nichts mehr. Also. So. Leute! Ich will jetzt einfach nicht mehr drüber sprechen. Geil, ich freue mich schon mega. Was? Da ich endlich meinen Motorrad abholen kann und später einen neuen Motorrad. Mann, du verkokster Drescher, Alter! Kannst du jetzt so entscheiden, wie du hier drehen willst? Weil ich will mir für erst, weißt du gar nicht. Du weißt ja, dass ich eine Maschine holen will, die ist nur für Straße eigentlich. Straße und guter Feldweg, sag mal. Jo. Dann will mir vielleicht noch eine holen für Großmaschine. Ah ja. Nein. YouTube Money Rig. So. Also schön, dass Großmaschinen kosten nicht so viel. Nicht für die Welt. Leute, also ganz eine ehrliche Sache. Jeder hat seinen Wunsch, denke ich, soll den Wunsch einfach nachgehen, solange der Wunsch nicht gerade aus der Welt zu bewegen ist, sagen wir es mal so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Wunsch habe, ich möchte einen Bugatti Chiron. Das ist jetzt wieder, Leute, das ist jetzt wieder Humbug. Aber solange der Wunsch jetzt nicht gerade zu übertrieben ist, ist ein Wunsch eigentlich immer irgendwie machbar. Es ist eigentlich fast scheißegal, welcher Wunsch. Wenn du wirklich das Ding, was du auch immer haben willst, dann machst du es auch. Dann sparst du darauf oder was weiß ich. Ja, das sag ich ja. Einfach gerade nicht, gerade eben, ja. Wie schon gesagt, 2 Millionen oder so. Ja, aber das ist auch wieder, wie schon gesagt, so übertrieben. Außer man ist natürlich Millionär, dann kann man sich das gerne machen. Oder was aber YouTuber. Oder natürlich wie wir, YouTube Money Regen. Ich kann euch sonst ein bisschen ein paar Bilder schicken von meinem Bugatti Chiron, kein Ding. Alles gut. Das ist so cool. Mit blauen. Das Witz ist, wir können uns das mal leisten, den einfach für einen Tag zu mieten. Das ist schon. Aber man bekäme der nicht mal zu mieten unter 25, glaube ich. Man munkelt. Man munkelt, dass das nicht geht! Bin ich doch die ganze Zeit daran, Alter! Was machst du denn? Frage mich nicht. Du weißt selber nicht, was du machst, okay, sag.
Ich will einen Ball mit der Schaufel transportieren. Ah, ja. So, jetzt geht's. Gib Controller her. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber Leute, man muss halt machen, was man muss machen. Nein! Kollege, dein Drescher voll und Kollege, dein Helfer, dein Sa. Achso. Also, meine Startmaschine ist aus. Ja, hat er. Oh, war Kollege, Alter. Du schaffst es. Na gut. Herr von und zu. Uhrzeit hier mit deiner Rolex-Uhr. Jo, hm. Was denn? Na, schau mal was? Da drauf. Deine Uhrzeit, ne? Hm? Also, ich möchte gerne. Ich hab ne GMT! Ja, von der Türkei, weiß ich nicht. Nein, stimmt nicht. Hab ich in der Schweiz gekauft. Aber ja. Muss ich mal wissen. Leute! Ich würde sagen, es ist kein Fake. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt beim nächsten Mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, lasst auch gerne ein Like beim Ostrhein TV da. Und tschüss und ciao, ciao. Ciao.